Hi, meine Lieben, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Es wird Zeit für ein neues Unpacking und Review-Video. Ich habe hier sehr spezielle Karten, die ich wunderschön finde. Und zwar sind die von Christabel Jessica. Die habe ich aus Australien zugeschickt bekommen und freue mich sehr darüber. Das ist das Divine Feminine and Masculine Reunited Deck. Ich finde den Karton alleine schon total toll. Das ist gut verpackt. Na, hier hinten kann man ein bisschen lesen, worum es geht. Wir schauen uns jetzt die Karten gleich gemeinsam an. Und ich hoffe, sie gefallen euch. Ich fand die genau hinreißend. Ist also gerade für Seelenverbindungen, glaube ich, ganz gut gemacht, dieses Deck. Und gibt so ein bisschen Anleitung, in welche Richtung man gehen kann und sollte. Und ja, hier haben wir das Buch. Also auch eine relativ ausführliche Beschreibung dazu. Ein bisschen was über die Autorin. Hier sind bestimmt auch irgendwo Legesysteme drin, wenn man Legesysteme nutzen möchte. Das bleibt, glaube ich, jedem selbst überlassen. Die einen kreieren sich was Eigenes. Ja, hier sind die Legesysteme. Also man kann eine Karte ziehen, die Situation, was dabei rauskommt, drei Karten ziehen und sich hier, wie gesagt, einfach mal ein paar Informationen wahrscheinlich dazu holen, wie man diese wundervollen Karten benutzt. Ich lege das mal hier hin. Folie abziehen. So, und zwar haben wir hier als erstes Maria Magdalena mit der Karte Goddess of Strength, also die Göttin der Stärke. Finde ich sehr schön gezeichnet. Das ist mal ein bisschen was anderes. Wir haben Freya, die Göttin der Sensualität. Das sind noch ganz feine Zeichnungen, die hier gemacht wurden. Also so wie es aussieht, auch so, okay, alles klar. Wir haben hier so einen Goldrand, also die sind auch sehr schön verarbeitet. Wie ihr seht, ist hier auch so eine Art Glasur drauf, dass die Bilder auch geschützt sind, auch wenn man irgendwie die Karten öfters benutzt, dass die nicht ganz so schnell abgegriffen sind. Obwohl ich das ja manchmal ganz, ganz charmant finde, wenn die Karten gebraucht sind. Isis, the Goddess of Magic, also die Göttin der Magie. Die ägyptische, also wir haben hier aus verschiedenen Epochen der Zeit und aus verschiedenen Kulturen Göttinnenkarten. Haben wir Athena, die Göttin der Weisheit aus Griechenland, Kali aus Indien, die Göttin der Zerstörung, Sechmet aus Ägypten, die Göttin of Rage, das ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht genau, was Rage auf Deutsch heißt. Ist auch schön gemacht mit den Löwen hier. Ja, wir haben ja einmal Bastet und einmal Sechmet, ist, also Sechmet ist die Kriegsgöttin normalerweise. So, dann haben wir hier Lilith, der dunkle Aspekt. Die Göttin der Power, der Stärke. Pachamama, indianische Göttin, die Göttin der Vergebung, Persephone, auch die schöne Göttin hier, wie sie sich spiegelt und selbst erkennt, Guan Yin, Nurturing, ist, sich um sich selbst kümmern, sich selber was Gutes tun. Dann haben wir Hathor, die Göttin der Liebe, auch eine Ägypterin. Yeshua, also Jesus, der Gott der Vereinigung. Dionysus, der Gott der Sensualität. Osiris, der Gott der Transformation. Sehr schöne Karten. Thoth, der Gott der Weisheit. Ganesha. Ares, Gott des Krieges.
Anubis, der Gott des Schutzes. Dann haben wir Ruahumoku. Okay, das ist der Gott des Erwachens. Das ist Maui, denke ich mal. Maori meine ich, nicht Maui, Maori. Dann haben wir Thor, der Gott des Actions, der Aktion. Achilles, der Gott der Verwundung oder der Verletzungen. Oder der Verletzbarkeit ist, glaube ich, die beste Übersetzung dafür. Wir haben Konovum, der Gott der Liebe. Sieht sehr afrikanisch aus, habe ich noch nie gehört. Okay, so, dann waren wir jetzt einmal hier mit den Göttern und den Göttinnen. Jetzt geht es weiter mit, ich denke mal, verschiedenen Themen, die wichtig sind, um gelöst zu werden. Also die Co-Abhängigkeit, die man zu jemandem haben kann. Die Missverständnisse, die aufkommen können zwischen zwei Menschen. Die innere Kindheilung oder das innere Kind. Karma, karmische Beziehungen. Ja, aber Karma kann sich auf vielen Ebenen abspielen. Also karmische Beziehungen müssen nicht immer etwas mit Liebe zu tun haben. Das können auch Eltern, Geschwister, Freunde oder Nichtfreunde sein etc. Der Schattenaspekt. Ja, dann hier im Gefängnis drin. Angst. Ich kann es gerade nicht lesen. Physikalische, ich weiß es nicht, ich kann es nicht lesen. Ailments. Whatever it means, vielleicht sind es einfach nur Dinge, die sich im Körper widerspiegeln. Krankheiten oder wenn man nicht ausgeglichen ist, spiegelt sich ja ganz, ganz oft auf der körperlichen Ebene. Weil irgendwo muss es raus, ne? Und dass man da genauer hinguckt, wo die Ursache eben auch ist. Abandonment, ja, so das von sich abwenden, jemanden von sich abwenden oder abgewendet sein oder verbannt werden. Boundaries, ja, das, was einen festhält. Grief and Anger, ja, dass man im Ärger gefangen ist. Separation, die Trennung. Und trotzdem stalkt man hier über Facebook und Instagram. Süß, die sind sehr modern, die Karten. Also wie gesagt, mit den alten Göttern dazu und dann eben ins Moderne umgesetzt. Ich glaube, die sind echt toll. Dann kommt hier nochmal eine neue Reihe, weil die waren jetzt mit einem blauen Rand und die sind mit einem hellen Rand. Ah, okay, alles klar. Also das waren jetzt die der Fokus mit auf den Problemen beziehungsweise was gelöst werden muss. Und das ist jetzt die Lösung und hat mit guten Gefühlen zu tun. Also unconditional love, bedingungslose Liebe, Offenheit. Ist auch interessant mit zwei Männern hier. Sehr schön gemacht. Transzendenz. Balance. Energie, Energieheilung. Heilige Sexualität, neue Geburt, Phönix aus der Asche, Selfhood, also man kümmert sich um sich selbst, ne? Ist nicht von irgendjemandem abhängig, das Glück, sondern man findet es in sich selber und ist eben auch in der Lage, alleine Dinge zu tun, ohne jetzt ständig irgendwie Menschen dabei zu haben. Na, vielleicht auch mal alleine ins Kino gehen oder alleine eine Tasse Kaffee trinken. Joy, also Spaß, Freude. Surrender ist die große Hingabe. Und Kommunion. Sehr schöne Karten, also die werde ich wahrscheinlich jetzt bald auch schon einsetzen. Beim einen oder anderen Twin Flame Read, denke ich mal, werden die, deswegen habe ich die nämlich auch geholt. Beziehungsweise gekauft.
werden die auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Vielleicht gefallen sie euch, vielleicht inspiriert es den einen oder anderen auch hier The Divine Feminine and Masculine Reborn nochmal. Divine Feminine and Masculine Reunited Guidebook Cards bzw. Cards von Christabel Jessica zu bestellen. Sie hat eine eigene Website. Wie gesagt, die Karten kommen aus Australien. Das dauert ein bisschen. Also bei mir hat es jetzt eine Woche gedauert, bis die da waren. Kommen dann per Luftpost und Schiff und oder je nachdem, wo ihr wohnt. Und waren jetzt auch nicht ganz so günstig, aber ich denke, diese Investition hat sich sehr gelohnt und ja, ich wünsche euch alles Liebe. Bis bald. Bye-bye.